Hallo und willkommen bei einer neuen Aufnahme Space Engineers. Hallo. Mit Mui, auch wenn ich ihn gerade nicht sehe. Oder bist du im Bohrschiff? Ich bin im Bohrschiff. Ich habe heute das Element Bohrium, glaube ich, heißt es, kennengelernt. Das tatsächlich nach Herrn Bohr benannt ist. Eigentlich wollten sie es zuerst Niels Bohrium in einem Wort nennen. Aber das war ihnen dann wohl doch zu... Okay. Weiß nicht, behämmert vielleicht? Das ist nur so eine Idee, dass das vielleicht doch etwas blöd rüberkommen könnte. Hm. Ja, das klingt schon ziemlich beknackt. Ich meine, es gibt auch Einsteinium oder sowas. Ja, klar, das schon, aber Niels Bohrium ist, wie sagt man auf Englisch so schön, a bit of a mouthful. Ja, das trifft's ganz gut. Ja, ich finde sowieso, die Engländer haben teilweise wesentlich treffendere Redewendungen. Wir müssen übrigens mal wieder Erz schürfen gehen. Ich dachte, das mache ich jetzt mal als nächstes, aber jetzt bist du da oben am Bohren. Streng genommen bin ich gerade dabei. Ja. Aber ich bin so ein bisschen planlos gerade. Ich meine, wir wollten ja immer hier einen Schiffshangar machen, aber ich weiß gar nicht, was wir da so bauen wollen. Ne, was du mal machen könntest, ist ja, wenn du sagst, dass du mit dem Keller unzufrieden bist. Hatten wir ja schon mal überlegt, dass du da so einen kleinen Hangar machst, sozusagen. So ein kleines, so eine Garage für unsere beiden Supportschiffe hier. Ja, da bräuchtest du etwas mehr Platz für und dann Stellplatz und dann. Ja, ich mache erstmal das Teile davon hier wieder weg. Mir war so, als wäre da mal eine Glasscheibe vorne drin gewesen, aber die habe ich offensichtlich schon wieder weggemacht. Vielleicht war das als Zwischenlösung entfernt, dass man da lang kann. Ja, ich glaube auch. Das ist gut möglich. Boah, wie ich keinen Bock habe, das jetzt alles wegzuschleifen wieder. Du hast doch das komische Ding im Schiff. Ja, damit dauert es trotzdem lange, weil es einfach viele Blöcke sind und das nervt gerade. Und übrigens ist es ein bisschen extrem, was wir so an Treibstoff mittlerweile zusammen haben, sehe ich gerade. Also das Bauschiff wird mir angezeigt, verbleibender Treibstoff 110 Tage. Du meinst Uran? Mhm. Das ist ja Treibstoff, in dem Sinn. Ja. Ach übrigens, kleines Wort noch zu den Jump Drives. Die sind ja auf unserer Map eher überflüssig, weil wir ja noch keine unendliche Karte haben. Mhm. Wollte ich nur mal so für die Zuschauer sagen, dass wir die dann erstmal nicht verwenden. Auch wenn die Animation sehr, sehr geil aussieht. Hab ich noch nicht gesehen. Ja, ich habe sie auch nur in dem Trailer sozusagen, also in dem Video, das sie immer zu den Updates dazu stellen, gesehen. Okay. Sieht, wie gesagt, ganz witzig aus, aber ist halt auf der Karte hier vollkommen übertrieben. Und jetzt kommt wieder die Spannung in Person. Apropos Person. Notch ist ja angeblich ganz unglücklich mit seinen Minecraft-Milliarden. Ja, kann ich verstehen. Reichtum kann sehr einsam machen. Ja, genau das soll wohl sein Problem sein. Und ich weiß, ich habe den Artikel gelesen. Ach so, du hast ihn, glaube ich, sogar gepostet, oder? Das kann auch sein, ja. Ich weiß gerade nicht mehr, wo ich den her habe. Ich dachte, du hättest ihn gepostet und ich habe den geklaut. Nein, ich glaube, den hast du von Punky. Oder so. Oder von irgendjemand anderem. Ich weiß nicht mehr, wo ich ihn her habe. Ja, am schönsten fand ich den Absatz, er wollte ja immer nur, dass es seinen Angestellten gut geht und jetzt hassen ihn alle. Ja, keine Ahnung. Ich meine, er schien mir ja, glaube ich, eh noch nie so ein... Wie sagt man? So ein Lebemann zu sein. Also ich habe mich jetzt nicht eingehend damit beschäftigt, aber... Er ist jetzt nicht gerade Tony Stark. Genau, das trifft sehr gut. Also, ich glaube, der wäre mit seiner kleinen Blockhütte in Skandinavien auch ganz glücklich. Soll er sich die kaufen? Ja, wahrscheinlich hat ihm irgendeiner gesagt, so, hey, jetzt hast du ja die Kohle und jetzt Reichtum und bla. Ja, und du musst das ja vor der Steuer in Sicherheit bringen, weil Steuern zahlen eine ganz doofe Sache ist. Damit können ja, davon haben ja die anderen was. Ist ja eklig. Na, oh Gott.
Ja, wobei andererseits muss ich sagen, dass ich einem amerikanischen Staat jetzt auch nicht unbedingt gerne Geld geben würde. Die bauen da eh noch Kacke damit. Ja, ja, aber er ist ja Schwede. Und wenn er seinen Wohnsitz in Schweden gemeldet hat, dann... Ich bin mir nicht sicher, weil ich meine, der hat seinen, hat er seinen Geldbunker da nicht in Amiland? Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß, er hat ein Haus in Beverly Hills, aber das hat Thomas Gottschalk auch. Und Günther ja auch. Wie war das so schön bei Hagen Rieter? Fragen wir uns weiterhin, wer wird Millionär? Günther Jauch natürlich. Guter Punkt, ja. Du guckst übrigens entschieden zu viel Realsatire oder wie auch immer man das nennt. Stand-up-Comedians, keine Ahnung. Kabarettisten. Ja, oder so. Kabarettisten und Comedians ist was völlig anderes. Das ist wie Opernsänger und Schauspieler. Ja, okay. Ich meine, ein Opernsänger muss auch irgendwie schauspielerisches Talent haben, weil er ja die Rolle rüberbringen muss, die die Oper da gerade benötigt, aber... Streng genommen ist ein Opernsänger ein Schauspieler. Ja, nur einer, der singen kann. Ja. Und zwar hauptsächlich singen kann und nicht so wie... Also ich würde jetzt Johnny Depp zum Beispiel... Ja, ich würde jetzt auch nicht Johnny Depp als Opernsänger bezeichnen, nur weil er mal Sweeney Todd gemacht hat. Oder Tim Curry als Sänger bezeichnen, nur weil er Rocky Horror Picture Show gemacht hat. Ich meine, er singt super gut in der Rocky Horror Show. Aber was meinst du, wie groß muss diese Krankenstation sein? So groß, dass das Krankenstationsbauding reinpasst und... Ich weiß nicht, es gibt ja keine Betten, ne? Ja, nur vielleicht noch ein Stuhl oder sowas, ne? So zum Energieaufladen. Ja, das Ganze kann man dann sehr schön mit den immerhin sehr wunderbar funktionierenden Blöcken, die wir da haben, aus der Mod, diese... Table with Control Console oder wie auch immer der heißt. Also den wir auch im Kontrollraum stehen haben, aber vielleicht einen anderen dann. Ich glaube, ich würde einfach das normale, niedrige Kontrollpult nehmen, einfach weil das schneller geht. Es sieht aber auch nicht so beeindruckend aus. Ja, aber es funktioniert. Ja, aber es geht ja nicht alles hier um Funktionalität. Es soll ja auch was hermachen. Ja, das ist richtig, aber in der Krankenstation würde ich davon absehen. Okay, ja, naja, gut. Es ist übrigens ja echt irre, wie viele Mods es hier gibt für das Spiel, die sich mit Star Wars so optisch befassen, wie zum Beispiel das eben mit dem Todesstern. Aber nur ganz wenig Star Trek, das finde ich ein bisschen schade als Trekkie. Ich meine, ich mag auch Star Wars natürlich, aber ich würde auch gerne, also diesem Spiel passt optisch auch irgendwie mehr Star Trek rein. Und ich meine, ich habe ja auf einer anderen Map auch Mods aktiviert mit hier Warpkern und so, wobei der Warpkern halt total witzlos in diesem Spiel ist. Das ist dann halt auch wirklich was, was du in der Folge vorher schon gesagt hast, wegen Mechanik und so zerstören. Weil das Teil halt einfach so unglaublich irre viel Energie produziert und ich glaube, es verbraucht nicht mal Treibstoff. Und das produziert irgendwie 500 Megawatt oder so. Okay. Das ist halt schon echt brutal. Wo du übrigens gerade Star Wars erwähnt hast, hast du von der Star Wars Ausstellung in Köln mitbekommen? Ich habe auf der Gamescom mitbekommen, dass die da stattfindet, ja. Weil da, also es war sowieso so geil, ne? Wir fuhren in die Stadt rein, nach Köln. Mhm. Und es gab genau zwei Werbeplakate. Fallout 4 und Doom. Alle Werbeflächen rund um die Messe waren voll mit diesen Plakaten. Und so ganz vereinzelt waren zwischendrin mal andere Sachen so, also die üblichen, ne, was weiß ich, Zigarettenwerbung, Supermarktwerbung, Internetproviderwerbung, aber um die Messe rum alles voll damit. Dann war ich eine Woche später nochmal in Köln, fast alles weg. Das ist schon irgendwie traurig, oder? Wieso? Dass die beiden Hersteller sich da so eingekauft haben. Ja. Und das so genau also, getimed haben. Ich muss ja dazu sagen, ich bin ja so einer, weißt du, ich vertrete ja die Philosophie, dass, oder die These vielmehr, wo sind wir denn? Dass wenn jemand es mit der Werbung hart übertreibt, dann hat er kein Vertrauen in die Qualität seines Produktes, dass es sich von selbst verkauft. Das muss gerade im Fall von Fallout kein Indikator über die Qualität sein, aber es kann ein Indikator dafür sein, dass irgendwo ein Krawattenträger sein eigenes Spiel nicht richtig kennt. Das ist mit Sicherheit richtig. Also das würde ich sogar in vielen Fällen sagen. Das ist eigentlich eine Grundausnahme, finde ich. Das ist so ein bisschen wie so, morgen geht die Sonne wieder auf. Es sei denn, du hast diesen komischen Kinderfilm da gesehen. Ich erinnere mich leider überhaupt nicht mehr an den Namen. Der war ganz witzig gemacht eigentlich. Ich muss mal kurz hier ein Fenster Keine Ahnung. Anklicken. So. Da ging es irgendwie, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie der heißt. Also wenn ihr irgendjemand zuguckt, der weiß, welchen Film ich meine,
und mir sagen kann. Dieser eine Kinderfilm. Ja, ich will ja gerade auf die Details hinaus. Also da geht es irgendwie, vielleicht kennst du ihn ja schon und das wäre mir, würde mir weiterhelfen. Da geht es um einen Hahn, der auf einer Farm halt jeden Morgen kräht und wenn er das nicht tut, geht die Sonne nicht auf. Und dann hat er irgendwann aber keinen Bock mehr darauf, weil er irgendwie, ich glaube, er hat irgendwie das Gefühl, die anderen sind nicht dankbar genug dafür oder sowas. Und natürlich, wenn die Sonne nicht aufgeht, kommen irgendwelche fiesen Typen und dann hat er halt, haut er irgendwie ab, geht in die Stadt oder was, keine Ahnung. Vielleicht verwechsel ich das auch gerade mit Schweinchen Babe oder so. Also den in die Stadt geht Teil zumindest. Auf jeden Fall ist haut er halt irgendwie ab. Ja, ja, das ist ein Zeichentrick. Okay. Er geht auf jeden Fall dann halt irgendwie weg und dann wird die Farm von irgendwelchen bösen Typen erobert und in, im Höhepunkt des Films kommt er dann natürlich wieder, kräht, die Sonne geht auf und alles wird gut. Oder sie stellen fest, dass die Sonne auch aufgeht, wenn er nicht kräht oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr. Sagt mir absolut rein gar nichts. Ja, ist auch nicht so von den üblichen Verdächtigen. Also ich glaube, es ist kein Disney-Film oder so. Da muss ich direkt mal die Frage stellen. Der Gigant aus dem All. Ja, ist das Paramount? DreamWorks? Was ist das? Der ist ja eigentlich relativ alt. Ja. Kann ich jetzt gerade gar nicht nachgucken. Also, ja, ich kann es auch selber gleich auf dem Handy nachschauen, aber ich überlege gerade, ich meine, das war kein Disney-Streifen. Ja, das ist irgendwie zu tiefgründig für Disney. Das würde ich so nicht sagen. Ich weiß nicht, also, Disney hat bei seinen Zeichentrickfilmen schon einen sehr... Ja, also die schneiden da natürlich tiefgründige Sachen an, das ist schon richtig. Ich wollte gerade sagen, aber der ist recht melancholisch, du hast schon recht. Ja, richtig, das ist nicht so happy-go-lucky. Weil ich gerade überlege, was ich sonst noch so für Kinderzeichentrickfilme gesehen habe, die jetzt bei mir einen, in guter Erinnerung geblieben sind. Ja. Da ist ehrlich gesagt nicht ein einziger von Disney dabei. Aladdin. Fand ich scheiße. Wahrscheinlich, weil du aus der Region da... Nee, damit hat das überhaupt nichts zu tun. Ich finde ihn einfach kacke. Ich mag auch König der Löwen nicht. Hamlet with Animals. Nein, ich finde Aladdin super, was nur an Robin Williams liegt. Was? Achso, stimmt, der hat Genie gemacht, ne? Richtig. Ja, nee, ich bin eher so, Peterchens Mondfahrt war so meins. Das war zum Beispiel so auch überhaupt nicht meins, aber ich habe auch Disney-Filme, wo ich sage, oh Gott, was haben sie da getan? Zum Beispiel Bernhard und Bianca, diese Filme konnte ich überhaupt nie was mit anfangen. Wobei mir gerade einfällt, ich habe Susi und Strolch gesehen und fand den okay. Ja, ging so. Das Problem das war halt ein bisschen kitschig, ne? Ja, das stimmt natürlich. Ich meine, das ist bei dem Film natürlich auch gewollt. Ja, ja, ich habe halt ein Riesenproblem mit diesen, wenn die so überdreht sind, weißt du? So dieses, so überdreht, happy und eigentlich aber total grausam. So, so Stichwort Alice im Wunderland. Ja, oder auch. Das ist für mich die Personifikation, wenn man da bei einem Film dieses Wort verwenden kann, von einem Albtraum-Szenario für mich. Das ist ein totaler kranker Trip. Ja, auch ein gutes Beispiel ist Ursula aus Ariel. Der ja witzigerweise mittlerweile so als der totale Mädchenfilm gilt. Echt? Ja, irgendwie allein vom Thema her. Ariel, die Meerjungfrau, das muss ja ein Mädchenfilm sein. Habe ich zumindest oft den Eindruck, dass man da so... Ich glaube, dass dieser Film hat bei mir deshalb den Stellenwert nicht, weil ich sozusagen das Buch gelesen habe davor. Sozusagen. Also nicht wirklich. Naja, ich habe nicht die Originalfassung, also das Buch, von auf dem Disneys Ariel basiert, gelesen, sondern irgend so eine Zwischenversion. Ich das ist jetzt nicht tausendmal als Buch umgesetzt worden, auch als Kinderbuch. Ja, The Little Mermaid. Genau. Ich werde mal kurz deinen bisherigen Bohrertrag... Ja, das kannst du machen. ...verfrachten, weil die Raffinerien gerade so absolut stillstehen. Überhaupt, so brauchst, absolut du das brauchst du das Bohrschiff gerade noch länger? Ich oder muss gleich mal schauen. Es kann sein, dass ich noch etwas Platz brauche, aber es hätte einen Moment Zeit. Ja, ich würde dann nämlich gerne mal einfach so ein bisschen... Ja, nee, mach das. Löcher in die Landschaft stanzen. Wir haben ja auch gerade kein speziell... Boah, Alter, die Steuerung von dem Ding ist so kompliziert, wenn man damit an dieses Undock-Teil dran will. Zumindest bin ich heute irgendwie nicht in der Lage dazu. So mit dreidimensionalem Denken. Okay, jetzt werde ich gerade Tatsache von meiner Mutter angerufen. Mami. Aber wirklich. Mama. Witzig, der Container ist schon leer.
Ja, da muss ich mal ganz kurz mich muten, bin gleich wieder dran. Jo. Ja, während er weg ist, werde ich einfach mal in unbekannte Weiten vorstoßen und mal schauen. Gucken wir, ob er vor Ende der Folge wieder da ist. Wo können wir denn mal hin? Wo ist denn, also unser üblicher Farm-Asteroid ist ja. Ist da unten schon wieder Stress? Nee, ich dachte schon, da hätten die Asteroiden schon wieder was kaputt gefetzt. Unser üblicher Farm-Asteroid ist ja einer von diesen. Ich muss mich mal kurz. Ich muss mal. Boah, Hilfe. Ich muss mal kurz gucken. Von hier aus. Oder nee, aus dem Cockpit geht das überhaupt nicht. Ich muss das mal von hier aus beurteilen. Ich habe gerade überhaupt keine räumliche Vorstellung davon. Der da hinten, das ist eigentlich, irgendwie kommt mir das gerade alles anders vor als sonst. Der da. Der hintere. Der war doch ganz gut. Oh, meine Sauerstoffflasche ist dangerously low. Boah, und diese Lichtfehler, ne? Die sind überhaupt nicht cool. So, hier konnte man doch irgendwo. Wow, 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 wow. Bleib stehen, kleines Schiffchen. Genau, da konnte man doch rein. Mit etwas Fingerspitzengefühl. Ja, Uran haben wir ja erstmal genug. Ich würde sagen, wir bohren einfach mal hier so munter drauf los. Haben wir ein paar mehr Ressourcen. Was haben wir denn da alles? Hier ist erstmal hauptsächlich Uran, aber dahinter kommt Eisen und Silizium, Silikon und Magnesium. Ja, da haben wir doch einiges zusammen. Ja, jetzt weiß ich nur nicht, ich habe nichts zum drüber quatschen ohne Muis Assistenz hier. Was ist denn eure Meinung zu Einrühreistee eigentlich? Nur weil ich das hier gerade neben mir stehen habe, weil ab und zu kann man es das irgendwie mal geben, vor allem weil das ganz praktisch ist. Vorausgesetzt, man hat ein Eisfach, das genug Platz hat, kann man da nämlich im Sommer, wenn es so warm ist wie heute, wir haben ja heute einen sehr schönen Spätsommertag gehabt nochmal, kann man locker im Sommer da sich einfach eine Kanne mit Wasser, also so eine Rührkanne mit 1 Liter Wasser oder was, ins Eisfach stellen, nach 1, 2 Stunden wieder rausholen. Sie sollte natürlich noch nicht gefroren sein, das wäre ideal, so bevor jetzt irgendjemand hier Mamas Rührtopf zerstört oder so, oder den eigenen, für Leute, die nicht mehr bei Mama wohnen. Nicht Rührtopf, Maß. Messbecher ist das Wort, das ich suche. Die Idee ist jetzt ja auch nicht revolutionär, aber ich mach das, würde das ganz gerne machen, wenn mein Eisfach nicht so winzig wäre. Es ist nämlich ungefähr so eine Handbreit hoch. Das ist immer ein bisschen blöd. Ach, wir haben ja noch jede Menge Platz. Können wir hier ja noch allerlei abbauen. Ich muss nur gucken, dass ich auch wieder rausfinde, ehrlich gesagt. Ich bin nämlich etwas desorientiert durch meinen Rumgewirbel, aber im Zweifelsfall haben wir ja die Antenne, die uns hilft. Muss nur immer gucken, dass wir genug Platz haben und nicht irgendwie Rohstoffe verschwenden. Ja, Uran brauche ich jetzt, glaube ich, nicht farmen. Davon haben wir genug zu Hause. Also in unserem Asteroiden. Apropos, kennt noch jemand den wunderbaren alten Arcade-Klassiker Asteroids? Der war super. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der hier den meisten Leuten bekannt ist, weil der ja doch schon ein Klassiker ist eben. Und ich fand ihn immer super witzig. Wir hatten da damals auf den Schulrechnern so eine Version für Linux von. Linux hat ja die tolle Angewohnheit bei solchen Sachen, dass die Programme immer den Buchstaben davor haben. Und das war dann Casteroids. Das Einzige, was noch geiler auf diesen Schulrechnern war, wenn wir dann mal irgendwie Freistunden hatten und in den PC-Raum durften, da war eine Linux-Version von, ich glaube, Battlezone hieß das eigentliche Spiel drauf. Das war unglaublich lustig. Immer, das war eine richtige Gaudi.
Ich meine, wir durften ja damals noch kein Unreal Tournament spielen. Ich will Unreal Tournament spielen! Ja, ja. Aber das war immer unglaublich lustig. Da hinten ist Gold und Silber. Gold sind wir ein bisschen knapp mit. Ich glaube, ich werde das noch holen. Na komm, lass mich da ans Gold ran. Das ist doch gar kein Gold hier, oder? Nö, das ist wahrscheinlich noch mehr Eisen. Na egal, ist auch nicht so schlimm. Boah, was dieses Spiel mit Farben um sich schmeißt inzwischen, das ist ja wie ein Trip hier. LSD, Alter. Wo bleibt denn der Mui? Die Folge ist eigentlich rum. Dann verabschiede ich mich mal aus dem tiefsten Gestein hier. Und er telefoniert weiter mit Mutti. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin bleiben Sie uns gewogen. Tschüss.